Wenn deine 3D-Brille keine Rot-Cyan-Gläser verwendet, dann drücke auf den 3D-Knopf und stelle YouTube auf ein anderes Brillenmodell ein. Mit diesem Bild kannst du testen, ob deine 3D-Brille funktioniert. Schließe dazu das linke Auge. Der linke Kreis sollte nun unsichtbar sein. Jetzt schließe das rechte Auge. Der rechte Kreis sollte verschwinden. Schließe beide Augen. Beide Kreise sollten verschwinden. Hat minus 7 Grad gehabt. Aber das ist ja. Aber also deshalb so kalt, weil es keine Wolken gab in der Nacht. Na, jetzt haben wir 2 Minuten 30.
Wollte schnelle. Also, besser als die ganzen Lebensstreps. Das ist halt ein großes Gamepad. Ja, fürs Board oder so. Aber da meistens hast du mehrere Boards, also insofern also ich hab doch Sport einmal, ich hab die drauf getippt, da wäre Stevie schon im Brustgurt, finde ich recht praktisch, weil wenn du am Wasser unterwegs bist, ja, auf die Hände, genau, sieht das, alles, ja. Und das auch kannst du auch, und so. Das kannst du schnell runter, also das kannst du gut tragen, und das ziehe ich dann meistens ab. Und beim Messmäßig, dann kannst du es halt auch als gutes Stativ verwenden, du kannst es schön hinstellen. Und ich habe sogar Neusiedler See mit dem gefahren, dann habe ich es runtergestrichen und dann habe ich den Teil, deswegen habe ich das auch da, in ein Schilf gehängt, mehr oder weniger mit dem Band, und habe das dann irgendwie so, dann habe ich das einfach im Schilf. Muss natürlich aufpassen, weil am Schilf kannst du schon ins Wasser fallen. Ja, und dann geht das Ganze schwimmt dann natürlich nicht. Nein, wirklich. Also ich weiß nicht, ob es das ausreicht, aber das habe ich auch für den Schnee, damit ich es besser finde, weil das sind weit, der schwarze Weißen, siehst nicht so gut. Deswegen ist das auch im Schnee, wenn es drum passt, wenn es das noch zusätzlich brauchst. Genau, Aber Achtung vom... Ja, ja, aber es schaut dann wirklich aus wie ein Spiegel. Na gut. Okay. So. Wenn wir das wieder zerlegen. Einfach da drauf drücken, um das zu stoppen. Ja.